In diesem Video bespreche ich die Eigenschaften und die Formeln des regelmäßigen sechsseitigen Prismas. Wenn wir uns die Skizze anschauen, dann sehen wir, es besteht aus einer Grundfläche unten, einer Deckfläche oben und aus einer Mantelfläche. Die Grundfläche und die Deckfläche bestehen jeweils aus sechs gleichseitigen Dreiecken und die Mantelfläche besteht aus sechs Rechtecken. Ein regelmäßiges sechsseitiges Prisma hat insgesamt 18 Kanten, 6 am Boden, 6 bei der Deckfläche und 6 Seitenkanten. Und es hat 12 Eckpunkte, 6 am Boden und 6 oben. Schauen wir uns nun die Eigenschaften des regelmäßigen sechsseitigen Prismas ein bisschen genauer an. Ein regelmäßiges, gerades sechsseitiges Prisma hält man, wenn man ein gleichseitiges Sechseck senkrecht zu seiner Grundfläche parallel verschiebt. Die dadurch entstandenen Seitenflächen sind Rechtecke und bilden den Mantel. Die Grundfläche und die Deckfläche bestehen jeweils aus kongruenten, gleichseitigen Sechsecken. Kongruent heißt deckungsgleich. Wenn man sie aufeinander legt, bilden sie eine identische Fläche. Ein regelmäßiges sechsseitiges Prisma hat insgesamt 8 Flächen, 2 Grundflächen, wobei die eine Grundfläche genannt wird und die andere Deckfläche und 6 Mantelflächen. Ein regelmäßiges sechsseitiges Prisma hat zudem 18 Kanten, 6 bei der Grundfläche, 6 bei der Seitenfläche, das sind die Seitenkanten, und 6 bei den Deckflächen. Ein regelmäßiges sechsseitiges Prisma hat zudem 12 Ecken, 6 am Boden und 6 oben. Der Abstand zwischen den parallelen Sechsecken gibt die Höhe des sechsseitigen Prismas an. Die Oberfläche besteht aus der Summe von 2 Grundflächen und der Mantelfläche. Das Produkt aus Grundfläche und Höhe ergibt wiederum das Volumen. Das waren die wichtigsten Eigenschaften. Jetzt kommen wir zu den Formeln eines regelmäßigen sechsseitigen Prismas. Und zwar würde ich hier die allgemeinen Formeln verwenden. Für die Oberfläche gilt in diesem Fall 2 mal die Grundfläche plus der Mantel. Den Mantel berechne ich mit der allgemeinen Formel Umfang der Grundfläche mal die Höhe, oder ich kann für UG gleich einsetzen 6 mal A mal H. Das Volumen wiederum berechne ich mit der allgemeinen Formel V ist gleich Grundfläche mal die Höhe. Ganz wichtig ist jetzt die Grundfläche, weil die brauchen wir sowohl bei der Oberfläche als auch beim Volumen. Sie besteht aus 6 gleichseitigen Dreiecken, aus dem Flächeninhalt von 6 gleichseitigen Dreiecken und wird berechnet mit der Formel a Quadrat mal die Quadratwurzel aus 3 geteilt durch 4 mal 6, weil wir ja 6 gleichseitige Dreiecke haben. Man könnte diese Formel auch kürzen. Ich verwende aber lieber die ursprüngliche Formel, weil dann sieht man, sie besteht aus 6 gleichseitigen Dreiecken. Dann habe ich noch den Umfang der Grundfläche UG. Das haben wir schon beim Mantel verwendet. Die besteht aus 6 mal A. Und zum Schluss noch die Gesamtkantenlänge. Es sind ja insgesamt 18 Kanten, 12 davon mit A und 6 davon mit H.
Das waren die wichtigsten Formeln. Weitere Aufgaben zu diesem Themengebiet findet ihr auf meiner Homepage oder auf der Playlist Mathematik Sechskant. Viel Spaß beim Einüben und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.